Moin Leute und willkommen zu einem neuen Live-Commentary mit dabei der Turkey55-Style, der Evs Holmes Pockets, der Lars Goldfisch, der Michi229, der Styler Apo und YouTube Gamescom. Let's go, lass uns warten. Aus dem PSN-Freunde-Spezial, ihr seht schon, ganz viele PSN-Freunde hier, Turkey55-Style, hier Michi am Start und natürlich noch Pro-Gamer Lars Goldfisch, der Mobreiser. Muss ich einfach nochmal erwähnen, weil ich habe ihn wirklich versucht zu töten, hat nicht geklappt. Lars Goldfisch, auf jeden Fall ein Profi. Keine Streitereien hier. Ich habe ihn so behaart, so platt. Schau, wollte ihn so messern, als kann ich auch anschließen. Da hinten kann man, glaube ich, einen Glitch anwenden, habe ich mal gehört. Ey, wie kommt der denn her, als dieser Freaky-Boss hier mit seinen Diamanten? Folgen wir jetzt einfach mal dem Michi 229, da ist er. Guck mal hier, Sniper in Gold. Alles am Start bei ihm. Er weiß halt was Gutes, was die Frau natürlich beeindruckt. Und das ist natürlich Gold. Gold und ein guter Sniper-Schütze. Der Michi ist natürlich ein guter Mann, wirklich ein guter Mann. Könnt ihr auf jeden Fall adden. Er nimmt euch bestimmt an. Aber wir haben nicht nur Michi dabei, sondern den Elf's Home Pockets. Ich weiß, ich kann dieses Elf's Home nicht aussprechen. Sniper-Schutze, Mitte BSR 50, ganz klar. Gute Waffe. Der weiß natürlich, der geht vorsichtig vor, der guckt erstmal, hey, ist hier alles sicher? Klar ist alles sicher, Mann. Aber so ist auch gut, was er so macht. Und natürlich hat er so macht man das natürlich Sieg. Und lass mich raten, bestimmt der Michi 229 hat was gerissen. Michi, 229, nicht schlecht. Hey, den hast du es gegeben. Wenn du so einen Headshot machst. Oh, das geht absolut auch. Lass mal gelten, Leute. Super geil. 2-1. Danke. Euer YouTube Gamescom und die PSN-Freunde sagen: Ciao. Haut rein, Leute.